Dieser Krieg beginnt und endet mit der Krim. Das sagte heute der ukrainische Präsident. Und tatsächlich rückt die 2014 von Russland annektierte Halbinsel am Schwarzen Meer in den Fokus der Kriegshandlung. Nach mehreren schweren Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt haben die Behörden den Notstand ausgerufen. Und jetzt fragt sich, war es ein Angriff? Russland sagt nein, spricht von einem Unfall. Und die Ukraine räumt die Verantwortung für die Explosion zwar nicht ein, macht aber keinen Hehl daraus, die Krim zurückerobern zu wollen. Sabine Krebs. Mama, lass uns schnell von hier weg. Aufgeregt verlassen diese Urlauber den Strand in der Nähe von Nowofjodorowka. Diese Videos, veröffentlicht in sozialen Netzwerken, sollen die heftigen Explosionen gestern auf der Krim zeigen. Die Menschen auf der Halbinsel werden von den Detonationen völlig überrascht. Ich bin direkt zum Fenster und habe etwas gesehen, wie sagt man, als ob eine Wolke von einer Atomexplosion dort aufgestiegen wäre. Ich bin aus dem Auto gestiegen und wollte mir die Hände waschen und es war, als würde sich die Erde vor mir auftun. Als würde ich heraufgewirbelt oder heruntergezogen. Ich war so erschrocken. Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Krim hat inzwischen ein Todesopfer und auch Verletzte bestätigt. Von 14 Verletzten ist nur einer im Krankenhaus. Die anderen sind zu Hause, haben alle nur leichte Verletzungen. Hauptaufgabe ist nun die Instandsetzung der Infrastruktur. Die Ursache der Detonation bleibt auch heute noch unklar. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki sei ein Munitionsdepot durch einen Unfall explodiert, behauptet Russland. Die Ukraine dagegen hält sich bedeckt. Präsidentenberater Podolyak jedoch schreibt auf Twitter, das ist erst der Anfang. Selenskyj selbst äußert sich bisher nicht, verspricht aber die Rückeroberung der 2014 von Russland annektierten Krim. Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben. Wir werden nicht vergessen, dass die Besetzung der Krim der Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine war. Experten bewerten die Situation auf der Halbinsel so. Einen solchen Angriff so weit in das feindliche Hinterland hinein hat es bislang nicht gegeben. Und die große Frage ist jetzt, was ist konkret passiert? Das wissen wir noch nicht. Es gibt Spekulationen, dass das ukrainische Raketen gewesen seien. Es gibt aber auch andere Deutung, dass das ukrainische Spezialkräfte sind, ganz egal, was stimmt. In jedem Fall ist es hochnotpeinlich für Putin. Brisant bleibt die Lage um das Atomkraftwerk in Saporischschja, nicht weit entfernt von der Krim und seit Anfang März besetzt von der russischen Armee. In den vergangenen Tagen wiederholt unter Beschuss. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig. Der ukrainische Betreiber befürchtet zudem, Russland wolle den Strom des AKW an das Netz der besetzten Krim anschließen. Das will Kiew verhindern und droht mit Gegenmaßnahmen.